Hallo liebe Küchenfans, Uli und ich lassen uns heute einmal die 3D-Planung bei Roller zeigen. Genau, und wir sagen euch, was ihr alles mitbringen müsst und wissen müsst, damit diese Planung gelingt. Wir stehen hier schon vor meiner Lieblingsküche. Was für ein Zufall. Kann ich die auch würde ich gern planen lassen. Also mir gefällt das Rot ehrlich gesagt nicht so gut. Vielleicht können wir mal eine alternative Farbe angucken. War so klar, dass du wieder was auszusetzen Natürlich, hast. Natürlich, genau. Meiner Entscheidung. Aber wir können ja mal bei den Dekoren gucken. Vielleicht können wir uns auch einigen. Komm mal mit. Guck, Uli, hier ist das Rot von gerade. Ja, aber ich finde Und stopp. Ich habe schon hier meine Oberfläche gefunden. Jetzt brauchen wir noch eine Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte darfst du aussuchen. Das ist sehr nett von dir. Also ich bin ja ein großer Freund von Marmor- und Granitdesign. Guck mal, das passt zu dem Weißen oder zu diesem Cremeweiß. Sehr schön. Ich würde sagen, wir lassen uns eine Küche planen. Okay. Auf geht's. Welche Angaben brauchen Sie denn von uns, um die Küche planen zu können? Also am wichtigsten sind natürlich die Raummaße wie Wandlängen, Wasser-, Elektroanschlüsse, Türen, Fenster, Steckdosen. Alles das, was Sie zur Verfügung haben, nehmen wir gerne. Wenn ich Elektrogeräte habe, die ich weiterhin verwenden möchte, geht das? Grundsätzlich ohne Probleme machbar. Wenn es Neugeräte sind, schließen wir die auch gerne mit an. Bei Gebrauchgeräten muss man immer gucken, wie alt die Geräte sind, in was für einem Zustand. Und dann entscheidet der Monteur das dementsprechend aufgrund Gewährleistung, ob er sie anschließt oder nicht. Uli, die Maße haben wir dabei? Selbstverständlich, Doro. Hochprofessionell aufgenommen und gemessen. Und die würde ich Ihnen jetzt einfach mal geben. Also, wir haben eine Wandlänge von 3,30 Meter. Der Raum ist 2,65 Meter tief. Genau. Der Herdanschluss liegt auf der 3,30 Meter Wand genau in der Mitte. Der Wasseranschluss liegt auf der linken Wand, zwar 1,20 Meter aus der Ecke raus. Das Fenster liegt auf der 3,30 Meter Wand unten und ist 1,40 Meter aus der linken Ecke entfernt. Die Tür liegt auf der rechten Wand. Und aus diesen Angaben planen Sie jetzt praktisch unseren Raum nach? Genau, mit den Maßen, die Sie mir jetzt angegeben haben. Damit können wir den Raum genau planen, können das Ganze dann dementsprechend die Küche jetzt auch da reinbauen. Und wenn wir uns dann einig werden und Sie eine Küche bei uns kaufen möchten, würden wir gerne nochmal jemanden vorbeischicken, der die Maße dann dementsprechend genau absegnet, Wandwinkel und Anschlüsse etc. nochmal kontrolliert. Ja Mensch, klasse. Das ist unser Raum, Doro. Aber wirklich? Ich würde die jetzt total gerne noch in dem Rotton sehen. Geht das? Klar, gar kein Thema. Sind zwei Klicks und dann haben wir das Ganze in Rot. So wie Sie es gerne hätten. Klasse. Cool. Gefällt mir richtig gut. Yes. Und Rot ist auch schöner. Okay, ich geb's zu. Hatte ich recht. Können Sie uns dafür ein Angebot erstellen? Aber natürlich, gerne. Super. Ich finde ja, das ist ein super sinnvoller Service. Und man bekommt hier ein ganz tolles Bild davon, wie die Küche später wirklich aussieht. Und man kann sich auf die Küche freuen. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Küche selber aufbauen könnt, dann schaut mal bei YouTube unter Küchenschränke montieren, Arbeitsplatte montieren und Elektrogeräte montieren. Ist alles drin. Oder ihr lasst euch einfach die Küche liefern und aufbauen und entspannt euch. Das wäre dann die Doro-Lösung. Genau. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.